Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Ultrasonne in unserer Wedlock Challenge, wo wir inzwischen im Canyon von Pony angekommen sind und jetzt ein Pokémon fangen. Ganz toll. Gut, zum Auftakt ein Smogmog, was wir fangen dürfen. Sehr schön. Ja, ihr seht schon, ich habe Izumi nach vorne gesetzt. Ja, du kannst mal vorher, warte mal, ist das hier ein dunkler Ort? Haben wir Finsterbälle? Was haben wir denn überhaupt für Bälle? Timerbälle, Turbobälle, Luxusball, Ultraball, Wiederball, Levelball. Wiederball, Mondball, Hyperball. Ich mache mir erst eine Paralyse hier, ne? Dunkelnebel. Ja, aber nur meine, ne? Meine Statusveränderungen wurden aufgehoben. Bleib im Ball! Smoggy! Nein! Oh, Smogmog ist cool. Ich mag Smogmog. Ist ein nices Gift-Pokémon. Mein Gott, jetzt bleibt doch einfach mal im Ball. Gut, wir kriegen kein Smogmog. Ist in Ordnung. Danke dafür. Das war der letzte Encounter in dieser Challenge. Und er hat sich einfach mit Explosionen in die Luft gefeuert. Schade, ich hätte gerne ein Pokémon hier gehabt. Also, nochmal zum Auftakt. Ja, wir sind jetzt im Canyon von Pony. Mann. Okay, kein Smogmog für uns. Ja, wir sind im Canyon von Pony. So. Ich gucke jetzt einmal nach, ob ich einen Smogon gefangen habe. Oder ob wir einen Smogon haben. Gibt es die überhaupt im Dex? Warte mal, der Dex ist... Ist der Dex auch... Ich finde nett, dass Sobiris hier nur als Mega-Entwicklung da ist. Ja. Also, Canyon von Pony, Leute. Weil wir wollen ja zum Podium und dafür müssen wir uns hier noch ein bisschen durchkämpfen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich habe auch ein bisschen Schiss. Weil wir uns jetzt gegen die Trainer hier noch behaupten müssen. Und die haben ja im Normalfall Drachen-Pokémon. Gibt es Smogmog überhaupt im Dex? Oder Smogon in dem Fall. Entweder bin ich blind. Hier gibt es ganz viele Gift-Pokémon, aber Smogmog ist da tatsächlich nicht bei. Schade. Also können wir vielleicht einmal zurück zum Pokécenter. Leute, ich will zurück zum Pokémon-Center und gucken. Warum bin ich der Annahme, dass wir irgendwann mal ein Smogon bekommen haben? Aber ich gucke trotzdem mal nach. Für den Fall der Fälle, dass das vielleicht ein Dupes war. Und wir vielleicht die Chance haben, einen Pokémon hier noch zu fangen. Wir gehen ja alle Register. Wir ziehen ja alle Register. Oh, wie oft ich mich hier schon hin teleportiert, wie oft ich hier schon hingeflogen bin, wenn ich Shiny geerntet habe. Also die Legendaries. Also ich sehe hier kein Smogon. Und hier auch nicht. Aber ich sehe einen Glumanda. Ach, schön. Und ein Froxy. Und ein Flunkiffer, was immer noch ein Mega-Pokémon ist. Vegeta, ey. Einfach Vegeta. Johnny! Man sieht, wir haben noch richtig coole Pokémon. Warum hat das keinen Namen? Weil wir es gar nicht hätten fangen dürfen. Ich kann es mal freilassen. Tschüss, Lebomentas. Wir hätten dich gar nicht fangen dürfen. Dafür haben wir ja die Shaozu bekommen. Shinra. Wir haben ziemlich viele Dragon Ball Charaktere inzwischen, ne? Kann das sein? Ach, Mann.
Schade, dass Katsuki hier nie eingesetzt wurde. Wäre gerade passend, ne? Wäre gerade passend, was, wenn wir sehen, was so in der Welt vor sich geht. Ja, gut. So, Leute, dann geht's jetzt in den Canyon von Pony. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, ach, warte mal. Ist Dingens geheilt? Ja, Kirito, Shibuya. Ja, ich denke, dass wir mit denen ein bisschen besser klarkommen. Ich habe ein bisschen Angst, Kirito momentan einzusetzen. Weil Kirito ziemlich viele Schwächen hat. Ja, schade. Kein Pokémon für den Canyon. Bin ich ein bisschen traurig. Vor allem, weil es da bestimmt richtige Hammer-Pokémon gibt und wir kein Hammer-Pokémon kriegen. Ich hoffe übrigens, dass wir unser Team hier so durchbringen. Und ich werde vor, in Anführungszeichen, Ultra-Nikosma auf jeden Fall auch noch ein bisschen trainieren. So, let's go. Veteran, Trainer und Pokémon sollten gleichermaßen frei sein. Freiheit ist das einzig Wahre. Ja, wenn du das sagst, dann ist das wohl so. Und ja, Veteranen sind nicht meine Stärke. Veteran Leopold schon mal gar nicht. Mal gucken, was er uns entgegenschmeißt. Wishu und Wishu. Ah, warum muss es Wishu sein? Izumi, Shibuya, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Oh, ich sollte vielleicht wirklich trainieren. Tatsächlich ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Rundumschutz, okay. Mal gucken, was er noch hat. Ein Krawell. Oh, erstmal wieder ein bisschen heilen. Nicht viel, aber ein bisschen. Krawell ist nicht unbedingt das Pokémon, was ich hier gerade sehen will. Izumi erreicht Level 49. Ich muss auf jeden Fall Team 1 trainieren. Asuna und Kirito. So, da kommt Wishu schon wieder. Let's go. Der mächtige Donnerblitz. Und Gigasauger. Vielleicht reicht es auch schon, um Krawell rauszunehmen. Ja, natürlich reicht es. Und Shibuya ist wieder voll geheilt. Sehr schön. Auch du hast Level 49 erreicht. Ihr kommt auch langsam den Level 50 immer näher. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich mag dieses Team. Ich finde es aber schön, wenn, ja, wenn wir ein Roserade hätten. Das ist sehr, sehr schade, dass wir wahrscheinlich in dieser Challenge kein Roserade haben werden. Gut so, seid frei. Frei wie ein Wingull. Wie kommt der jetzt auf den Wingull? Oh, da kommt schon die nächste. Ich wechsle mal, Team, ne? Wir müssen die beiden leider... Also ich muss Kirito tatsächlich vielleicht ein bisschen nachziehen, weil der ist Level 47. Hallo. Die Inselwanderschaft führt hier durch. Die Jugend von Alola ist echt hart im Nehmen. Ich komme ja aus Kanto, nicht aus Alola. Ricarda mit Georock und Vibrava. Ricarda mit einem Vibrava. Die passen. Bam, 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 bam. So, Drachenpuls. Und hier machen wir eine Pferdestärke auf Georock. Ich habe ein bisschen Angst vor Explosion oder so. Eine sehr explosive Folge dann, in dem Fall. Es wäre schon echt nice, wenn wir Kirito wirklich bis Trikefalo durchkriegen.
Das wäre richtig, recht cool. Wenn, würde ich meinen. Oh, da ist noch ein Item, ne? Was ist da denn? Ein Schwerschwein. Oh, warum kein Leuchtschein? Leute, gib mir doch einfach ein Leuchtschein. Oh, was hätte es denn denn noch gegeben? Außer ein Smogmog. Medira. Ja gut, okay, das ist jetzt halt nicht gerandomized, würde ich einfach mal so behaupten. Aber okay. Es ist halt ein legit Pokémon, was es dir wirklich hätte gegeben. Und was noch? Ja, Smogmog, wir haben dich hier schon getroffen. Du wolltest ja nicht in unser Team. In unserem Squad. Entschuldigung. Yantara Sable. Sable. Oder wie auch immer man das ausspricht, ist mir egal. Oh nein. Oh nein! Hey! Das fand ich jetzt nicht nett. Zwei Ass-Trainer, Leute. Zwei Ass-Trainer sind immer kacke. Krebutak und Tengulist. Muss das sein? Warum? Nee, da bleibe ich nie drin. Da wechsel ich aus. Da wechsel ich aber sowas von aus. Also da bleibe ich mit Asuna sicherlich überhaupt nicht drin. Die recken mein Pampros ja bis in den Tod. Was war das denn? Das hat ja gejuckt. Das war ja nicht mal annähernd Schaden. So. Ich würde sagen. Ring frei. Kümmertschbombe. Und Donnerblitz. Wenn ich nochmal eine Wedlock mache, würde ich wahrscheinlich den Doppelkampf. Oh, no. Oh. Den Doppelkampfmodus vielleicht einfach mal nicht machen. Der ist nämlich zu heavy in der Wedlock, finde ich. Yay. Zoroark, okay. Irokex. Ich würde Shibiusa vielleicht einmal hochheilen und mit Zoroark wenigstens ein... Ach, mit Zoroark. Mit Izumi wenigstens einen von beiden rausnehmen, aber ich weiß gar nicht wen. Ich hätte jetzt auch Gigasauger machen können, aber ich gehe hier lieber Safety First. Safety First. Oh, das ist ja nicht mal annähernd Schaden hier. Folterknecht. Ah, toll. Man merkt schon, die Kämpfe sind hier doch deutlich schwerer. Okay. Es wird nicht kein Weg mehr. Oh, Blättertanz. Aber ich glaube, Blättertanz ist tatsächlich nicht unbedingt die Attacke. Nee, ich bin momentan mit dem Movepool von Shibiusa ganz zufrieden. Alter, what the fuck? Du machst auch keine halben Sachen, ne, junge Dame? Wenn die jetzt ein Roserade wäre, Leute. Wenn die jetzt ein Roserade wäre.
Au. Respekt, ihr schafft es locker bis zum Podium, da bin ich mir sicher. Bravo, wer so viel Entschlossenheit zeigt, sollte sich definitiv auch zum Podium machen. Aber da kommen noch einige Kämpfe, glaube ich, ne? Gibt's eigentlich Items hier vielleicht? Mein Gott. Diese wilden Pokémon hier. Ah, ein Slimog. Aber ich glaube, wir haben... haben wir einen Slimer? Einen Alola Slimer haben wir, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Pokémon wir nicht haben. Voll, eine Maronbeere. Was soll ich denn damit? Oh, diese ganzen wilden Pokémon hier. Ja, Medieras, ich weiß, dass du hier bist. Schuppenrassel, Pokémon. Das ist die Attacke, das ist doch die Signature-Attacke von diesem Pokémon. Kommt da noch ein Kampf? Ja, Rotom, dich haben wir aber schon. Nee, dich dürfen gar nicht fangen. Weil du ja ein neutrales Pokémon bist. Was soll das denn jetzt? So, ersten Teil haben wir geschafft. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier, okay. Okay, cool. Hä? Flunschstick. Ein underratedes Pokémon. Würde ich einfach mal so behaupten. Ich glaube, das kann ziemlich gut sein. Aha, warum? Ich bin hier voll vorsichtig, merkt man, oder? Ich will nicht wieder in irgendwelche Trainer reinrennen. Oh, hier gibt's gar keine. Haben wir den gleich schon überquert? Überreste. Oh, die sind gar nicht so schlecht. Oh, Vati. Vati. Ich liebe Ampharos. So, einmal wenigstens kurz heilen, weil, wie gesagt, hier, die Trainerkämpfe hier sind wirklich echt hart. Vor dem Bergsteigen muss man immer den Berg und die dortigen Pokémon und Trainer studieren. Okay. Ich wollte nie in diesen Typen reinrennen. Wanderer Servando. Mit drei Pokémon. Zubiris und Frostlitte. Und auch noch Mega Zubiris. Ja, Leute, da sehe ich tatsächlich nicht unbedingt Kirito im Kampf. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Da sehe ich vielleicht Walter und Nobara. Das ist aber auch nicht unbedingt das, was ich sehen möchte. Nobara kann da halt nichts machen.
Aber auch Shibiusa hätte hier wenig Chancen gehabt. Ja, gut. Nobara wird hier eh nicht viel machen. Also von daher kannst du ruhig machen. Lass mir nur den Walter in Ruhe. Okay, jetzt müssen wir sowieso mit den beiden kämpfen. Jetzt können wir zumindest Nobara nicht mehr auswechseln. Und das heißt, auch Walter ist hier tatsächlich dran gebunden. Ich nehme mal den hier raus. Also irgendwie kommen Kirito und Asuna hier gar nicht wirklich zum Zug. Heidewitzka. Ja, genau. Genau. Einfach mal zwei Mega-Pokémon. Ist gar kein Problem hier. Das ist alles gar kein Problem. Holy shit. Aber bei Nett können wir recht schnell rausnehmen. Walter müsste das eigentlich packen. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch einen Schmarotzer tanken. Und den tankt er. Das heißt ein. Ja, vielleicht noch ein. Komm schon. Es reicht leider nicht. Ah. Okay, wir müssten jetzt schneller sein, ne? Ich darf ja noch ein Heil-Item einsetzen für Walter. Ich gehe auf Safe. Leute, ich gehe auf Safe. Also, ich bin da inzwischen so ein bisschen geschädigt von dieser ganzen Challenge. Einfach mal zwei Mega-Pokémon, die uns entgegengeschmissen werden. Das wird wahrscheinlich noch häufiger jetzt vorkommen. Und ich glaube auch, dass Ultra-Nikosma auch ein Mega-Pokémon sein wird. Was anderes darf es ja gar nicht sein. Aber vorher kommt ja noch die Prüfung, ne? Die Ausrufe, der Berg ruft. Und in Bergnot kann man im Eifer des Gefechts schon mal verwechseln. Hä? Warte mal, hier waren doch bestimmt noch Items. Ich will hier mich noch ein bisschen umgucken. Was ist das denn? Das ist bestimmt Miniras, oder? Miniras hat doch hier auch, gibt's doch hier auch. Das ist bestimmt Miniras. Ah, ich wollte hier nicht raus. Hallo. Stopp. Da ist übrigens noch ein Item. Ein potenzieller Leuchtstein. Oh, Barnett. Hi. Nett, dass du hier auftauchst. Habt ihr den Wortwitz auch verstanden, ne? Ah, okay. Komm, wir holen uns hier ein wenig noch die Items. Aha. Ich liebe Pokémon. Ich liebe es zu kämpfen. Und ich liebe es, Attacken einzusetzen. Am meisten liebe ich es aber zu gewinnen. Tja, den Zahn werde ich dir ziehen müssen. Gewinnen ist nicht das, was du heute tun wirst. Oh, die hat vier Pokémon. Thanatora und Lashoking. Ich weiß nicht, hat Lashoking Eisattacken? Kann schon sein. So, die Flinklaue. Let's go. Oh. Ich hasse es, wenn die das tun.
Und ich hasse es, wenn die Attacken haben, die ich nicht vorhergesehen habe. Oh nein. Ach, warum auch noch auf Asuna? Hoffentlich hält Asuna dem Stand. Autsch. Kann es sein, dass die Asuna gerade ein bisschen fertig machen wollen? Aber Lashoking wird das in dieser Runde nicht mehr tun. Wasser-Pokémon sind das, ne? Sehr gut, Asuna, du. Ich kann nichts anderes sagen, aber dieses Pokémon ist einfach... Ah, es ist einfach toll. Knirfisch. Das Knorfisch. Und Pilippa. Okay, das wird mir dann doch jetzt ein bisschen zu heikel. Wobei. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz was. Nee, Asuna hat gerade den Dingens nicht mehr, also die Flinkklaue nicht mehr. Ich würde da tatsächlich auf, ja, auf die beiden wechseln. Sorry, aber da ist schon wieder, ja, ich sag ja, Kirito und Asuna haben gerade nicht unbedingt die beste Zeit. Da kommen immer Pokémon, die gegen die beiden... Holy shit, was macht der denn für einen Schaden? Ach du meine Fresse. Müssen wir den aber ganz schnell rausnehmen hier, diesen alten Fisch. Ah, wegen Regentanz hier, ne? Ja, wegen dem Regen. Das hätte Asuna sofort rausgenommen. Der Regen ist gefährlich gerade. Yay, Level 50 für Nobara. Und das heißt, wir haben nur noch ein Team, was nicht Level 50 ist. Rückenwind, okay. So, Zeit, Pilippa, die Flügel zu stutzen. Leute, die Flügel werden jetzt gestutzt. Da können wir auch eine Matschbombe machen. So schön, zack. Und dann machen wir hier ordentlich Rücker. Und zack. Pilippa kann halt auch nicht wirklich viel. Pilippa kann gefährlich sein. Mit Regentanz, ne? Hat es auf jeden Fall seine Leute mobilisiert. Ich habe verloren, aber mein Team liebe ich trotzdem. Das ist doch die Hauptsache. So, mal wieder heilen. Wir bleiben mit Kirito und Asuna vorne, bis Kirito Level 50 ist, würde ich sagen. Limonade. Naja, es hängt immerhin schon mal mit demselben Buchstaben an, aber es ist nicht das Item, was ich gerne hätte. Mann, gebt mir einen Neustein. Ich will einen Neustein, Leute. Ich will doch einfach nur Neustein. Yo, Donphan. Altes Haus. Wäre auch ein nice Pokémon. Ich mag Donphan. Ich mag Donphan. Ich mag auch Funpi. Okay. Wir bleiben mal hier stehen, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann hier im Canyon von Pony weiter, wo wir uns dann noch weiter durchschlagen müssen. Es warten wahrscheinlich noch ziemlich viele starke Trainer auf uns und da vorne steht auch eine davon. Ich bin gespannt, wie wir hier durchkommen werden. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst um unser Team, aber bisher läuft es ja ganz gut. Wir hatten ziemlich knappe Dinger in dieser Folge, aber wir sind gut durchgekommen, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.